das will ich jetzt eigentlich noch machen. Hänge ich vielleicht doch noch was dran, obwohl ich hier schon total am Schwitzen und am Verzweifeln bin. So, okay. Ich glaube, so geht doch ein Runstein, ne? Hier Platten machen. Ich hoffe es so sehr. Ja, Runstein. Und dann könnten wir nämlich zum Beispiel hier und hier. Ah, das sieht doch cool aus. Und hier so Runensteine hinmachen. Und dazwischen dürfen wir jetzt keinen setzen. Doch, das würde auch gehen. Ja. Oder dazwischen jetzt halt immer so einen normalen Block. Na, gucken, was besser aussieht. Oder hier zwischen Erde und dann Bäume davor von den Fenstern. Ist aber auch blöd, wenn man einen Baum direkt vors Fenster pflanzt. Haben wir noch normale. Hier. Machen wir noch ein paar. Zack, ah, das ist das Praktische bei Sandstein. Hat man immer da den Rohstoff. Ah, guck mal, so ist besser, ne? Immer so halb, immer jeden zweiten so einen Rundstein hin. Das machen wir dann hier auch. Und hier machen wir es wahrscheinlich dann irgendwie. Da müssen wir nochmal gucken, genau, wie wir es machen. Ich reiß jetzt hier auch schon mal weg. Dann haben wir hier unseren Markt. Ist hier kein Marktplatz. Ist ja eigentlich eher so eine, ja, Erholungsecke. Erholungsecke. Für unsere Dorfbewohner hier von dem neuen Porto de Oro. Ja, ja, doch, das sieht gut aus. So, ne? Gefällt euch das? Hm, hier müssen wir das natürlich dann auch machen. Das Mikro ist ja so hoch heute. Ich kann ja gar nicht rüber weggucken. Was ist denn hier los? Hier muss dann auch wieder ein Runstein hin, genau. Runstein. Hier auch. Hier nicht. Da wieder. Ja, komm, machen wir. Wir machen das jetzt noch ein bisschen. Ich baue noch ein bisschen am Marktplatz rum. Ist es jetzt vielleicht sogar eine neue Folge? Kann ich noch nicht so. Oh, 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 oh. So genau sagen. Das passt doch gar nicht, doch. Passt zufällig. Hier kommen auch wieder die schönen Runensteine. Die sind immer anders. Das finde ich, fand ich so ganz lustig, da viele connectende Texturen reinzupacken. Und es wurde ja auch neulich erst wieder gefragt, ob ich das Texturenpack mal wieder veröffentlichen werde. Na klar, wenn es eine neue Version gibt, die dann spruchreif und gut ist, dann packe ich die wieder irgendwo hin. Im schlimmsten Fall auf den Teamspeak-Server. Und dann wisst ihr ja, da könnt ihr dann drauf und könnt euch die da sozusagen das Texturenpack da runterholen. Also runter, ihr wisst schon. Und könnt das dann auch gerne verwenden oder so. Es ist halt nur, eigentlich sind es ja die Mieser-Texturen. Nur ich habe die halt so ein bisschen, nachdem Mieser da nicht mehr weitergemacht hat, habe die noch so ein bisschen weiter gestaltet und in die Version 1.7.4 jetzt gebracht und werde die dann auch in den neuen Versionen immer weiter supporten. Haha. Okay. Ja, hier ist es dann ähnlich. Und da ist dann ganz schön viel Arbeit, aber es ist alles noch so Frickelarbeit, jetzt hier überall noch die Runensteine anbringen. Und die sind nicht immer anders, ist immer abhängig vom Ort und dem Zufall, was da gerade kommt. Hier zum Beispiel der Dreikreis der Macht. Hier die Sonne von Mojang. Ah, was haben wir noch? Ah, noch so ein paar andere Symbole. So Krams. Hier kommt das auch und da kommen auch überall noch die Gänge rüber. Oben machen wir dann vielleicht Laub rein, weil Laub, wisst ihr ja, ist immer schön schattenspendend. Und Schatten ist ja immer gut. Also gerade hier in der Wüste. Na, wenn du schon kein Wasser hast, dann brauchst du wenigstens Schatten. Deshalb würde ich auch sagen, wir bauen dann echt in die Mitte einen Brunnen. Einen Brunnen in die Mitte. Damit wir da schön frisches Wasser, was da so rumplätschert. Das gibt auch noch ein bisschen. Ich glaube, sogar in den Oasenstädten war das immer so, dass man in die Mitte von diesen Innenhöfen immer Brunnen gemacht hat. Und hier vielleicht so Sonnensegel aufgehängt hat oder so. Damit die Gluthitze draußen gehalten wird. Ja. Ja, 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 ja. Also mittags hat man hier dann wenig Schatten. Da müssen sich die Leute dann wirklich in ihre Häuser zurückziehen. Aber am Tage können sie, am Rest des Tages, abends zum Beispiel, wenn dann der Schatten von den Häusern den Hof ein wenig verdunkelt, dann wird es da richtig angenehm. Und deshalb ist ja auch die Hauptfrage noch immer, also immer noch, Pfusch am Bau. Lassen wir hier zum Meer, lassen wir hier offen oder packen wir hier auch noch ein Haus hin? Weil ihr wisst ja, hier vom Meer kommt natürlich immer die frische Luft. Ne? Das müsst ihr mal entscheiden. Oder wir entscheiden das hinterher zusammen, wie es dann aussieht. Ihr könnt, schreibt erstmal in die Kommentare, soll ich hier die Seite zum Hafen hin offen lassen? Oder soll hier auch wieder so ein dreibreiter Gang, der hier runterführt zum Hafen?
hier an den Häusern vorbei. Wäre bestimmt auch recht cool, wenn hier so eine Gasse entstehen würde, die dann runter bis zum Hafenbereich führt. Ja, ich denke, es würde sich auch gut machen. Ja, und ihr schreibt das aber mal. Und je nachdem, wie die Mehrzahl von euch da abstimmt, danach werde ich mich dann richten oder auch hinrichten. So. Ja, entspannt euch, Leute. Alles ist gut. Ich mache euch hier gleich wieder einen kleinen Übergang, damit ihr nicht immer da in das Loch fallt. Oh, einen Sandstein kann ich auch schon wieder neuen holen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, wisst ihr, wie viel Sandstein ich besorgt hatte? Na komm, wir haben ja noch ein bisschen Sand für die paar Restarbeiten. Wow. Was ist denn das? Lalala. Schöne brasilianische Musik wieder. Und ich glaube, wenn diese Folge läuft, ist dann schon WM. Könnte sogar sein, ne? Ja, Muselbert ist ja dann WM mit Aiton. Da, 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 da. Und das Zombie-Gestöhne geht dann schon ein bisschen auf den Zünder. Aber ich glaube, das erwähnte ich schon. So, und hier gehen wir dann dasselbe hin. Wir werden also das Haus hier als nächstes erstmal bauen. Und guck mal. Ist nicht schick hier der Innenhof schon mal? So grundsätzlich. Hat man hier überall die Gänge, wo man durchgehen kann. Schön kühl. Hier oben eventuell noch ein bisschen, ja, man könnte hier so Teppiche, so Baldachine hinmachen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Dass man den noch ein bisschen mehr verdunkelt. Das wäre auch ganz cool, wenn ich das so machen würde. Passt mal auf, Freunde. Da, 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 da. Und das ist jetzt eine sehr explosive Mischung. Die Musik gerade. Da, da, da und da. Da und da und da und da. Leute, also diese Zombie-Gebrülle und dann hier das Geklappere noch von den... Na, also hier würde es dann überall auch genauso kommen. Da oben ein Teppich hier drauf. Ich glaube, das würde sich ganz cool machen. Und es hat auch hier, das hat so ein bisschen was Mexikanisches hier mit den Balken, wenn die hier so rausgucken. Findet da nicht auch? Doch, ne? Ah, ja, Details. Jetzt geht's schon los. Dann machen wir da immer passend in der Hausfarbe den Teppich zu. So ist der Plan. Guter Plan? Guter Plan. Dann wird's ein bisschen schwer mit der Leiter, aber die müssen wir dann halt irgendwo außen dran machen. La 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 la. Das stimmt doch gerade nicht. So. Ja, dann ist die Leiter sinnbefreit. Okay. Ja, schick. Da oben dann Teppiche drauf. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade keine Wolle und keine Teppiche da. Oder? Habe ich da hinten in der Kiste vielleicht? Ah, immer dasselbe. Ah, da, 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 da. Diese Musik. Wir können doch Betten draufstellen. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Rede ich gerade mit mir selber? Ja, ich glaube schon. Okay, Freunde, ich mache das jetzt mal. Hier kommen überall noch diese Balken dran. Ist mir gerade eben da eingefallen, diese Idee. Und dann haben wir hier den Innenhof und hier überall so ein bisschen Schattenspender drüber. Das ist schon ziemlich grandios. Ja, ja. So machen wir das. Und hier die Gänge, die sind dann fast völlig abgedunkelt. Scheint nur in der Mitte so ein bisschen Sonne durch. Einwandfrei. Oh, guck mal. Nachwuchs. Hey. Ja, hier geht's aber ab, wa? Freunde. Habt ihr euch endlich mal durchgerungen? Nochmal die alten Knochen. Ihr wisst schon. Schnick, schnack. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg zum magischen Zeitbrunnen. Ja, und dann machen wir in dieser Folge jetzt den Zeitsprung direkt einfach. Muss natürlich alles nur organisieren, den Leuten Bescheid sagen, hier den ganzen Müll reinpacken. Ach, guck mal, Knochen, die nehmen wir mal mit. Und den Rest behalten wir jetzt auch. Den Hebel lassen wir mal hier. Machen wir uns auf den Weg zum magischen Zeitbrunnen. Müssen Else nochmal Bescheid sagen. Und ihr hier bleibt schön munter und vermehrt euch... das Haus haben wir hier noch nicht fertig. Na gut, das können wir nicht lassen. So ein halbfertiges Haus können wir auch vor dem Zeitsprung nicht lassen. Türen haben wir ja auch. Zack, zack, zack. Das kriegen wir noch hin eben, Freunde, oder? Ich brauche noch Sandstein. Da war ja das Problem mit dem Sandstein, genau. Und jetzt wieder ganz ruhige Musik. Eben dieses Terror Gebämme von den brasilianischen Schlachtenbummlern um Herrn Aiton herum. Und jetzt auf einmal ganz zarte, leise Minecraft-Musik. Das ist ja auch ein Unterschied. Wie Tag und Nacht. So. Aber naja, so ist die Playlist. Und hier fehlt auch noch, ja, das ist noch ein Loch an der Decke. Aber wie schon gesagt, diese Wohnung ist jetzt gerade nicht sehr kühl, könnte man sagen.
Und vielleicht setze ich die Türen. Nee, die Türen müssen nach außen. Ich kann die Tür noch gerne mal nach innen setzen. Ist kein Problem. Und gucken wir mal, ob sie. Gucken wir mal, ob sie hier auch gerne reingehen. Weil es sieht natürlich so rein optisch eigentlich schöner aus, wenn die Türen innen sind, oder? Hier ist noch keiner eingezogen. Pass mal auf, machen wir es hier auch. Zack. Packen wir die einfach nach innen. Und dann pennen wir gleich nochmal. Und dann geht's zum Zeitbrunnen. Dann springen wir in ihn hinein und kommen in einer anderen Zeit wieder raus. Und schreibt mal, wie ich das hier zwischen machen soll. Wenn ihr da nichts zu sagt, dann mache ich da glatten Sandstein rein. Ja, was habt ihr dann davon? Es wird schon wieder so. Oh, es geht immer so schnell mit der Dunkelheit. Unglaublich. So. Schaut mal, ich glaube, das sieht besser aus, wenn die Tür innen sitzt. Ja, die Dorfbewohner sagen da gar nichts zu. Ah, die pinke Villa sieht schon sehr abgefahren aus. Ich hoffe, ich bin nicht so leise, weil ich hier ganz krumm schon auf meinem Stuhl sitze, nach jetzt fast einer Stunde Aufnahme. Ja, wir haben hier die Häuser soweit fertig. Ich pack da noch, welches habe ich jetzt zuletzt gebaut? Das hier, das Gelbe, ne? Ich glaube, da habe ich noch keine Fackeln reingemacht. Siehste, potenzieller Monster-Spawner-Alarm. Sowas ist immer gefährlich. Da müsst ihr auch, wenn ihr dann mal ein Dorf habt, irgendwann, wenn ihr sowas mal macht, müsst ihr echt immer drauf aufpassen, dass ihr dann immer schön hier ausleuchtet alles, weil einmal Monster in eurem Dorf, dann war's das. Eine richtige Apokalypse. Ach, übrigens noch eine Info, das habe ich nämlich neulich erst so erfahren, was Monster-Apokalypsen angeht. Besteht ja bei Minecraft immer eine gewisse Chance. Pass mal auf, die machen wir so. Quatsch. Dann können wir hier nochmal Schilder hinhängen. Hahaha. Es besteht bei Minecraft immer eine gewisse Chance, dass so eine Monsterapokalypse stattfindet. Und die Abfrage für diese Chance, die wird immer mitten in der Nacht gemacht. Nämlich genau um Mitternacht wird diese Abfrage gemacht. Das heißt, wenn ihr früh genug schlafen geht, können zwar mal Monster kommen, aber diese von uns schon so oft befürchtete Apokalypse, die kann nur stattfinden, wenn das wirklich mitten in der Nacht ist. Ja. So, schaut mal, jetzt wird das doch langsam hier mit dem Marktplatz. Hier würde dann glatter Sandstein, kann ich mal kurz reinsetzen. Ich weiß ja, ich erzähle schon seit einer gefühlten Stunde, dass wir eigentlich los wollen in den Zeitpunkt springen. Aber, ja, noch nicht. Ich setze hier mal glatten Sandstein rein, damit ihr seht ungefähr, wie das aussehen würde. Machen wir mal bis hier vorne. So, glatten Sandstein. Wir haben ja nur 23 Stück. Ah, guck mal, das sieht schon cool aus, oder? Weil die, ja doch. Und dann einmal nach hier. Das Ganze noch. Nur so ein paar breit erstmal. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das aussieht. So. Und hier würde dann der Markt ja entstehen. Da können wir dann auch noch mit diesen Mustersteinen so ein Muster reinbauen. Musterstein. So zum Beispiel. Und dann könnte man hier jetzt so einen Pfeil machen, ne? Dass man hier die Dinger durchführt. Wie würde das aussehen? Ups, Hüftlein. Naja, ich habe das jetzt erstmal nur so stilisiert. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn man hier jetzt wieder die normalen Sandsteine hinmachen würde oder sogar die runden Tier- und Runenstein, da kann man jetzt ganz tolle Muster mitmachen. Aber ihr könnt euch jetzt schon vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wie dieser Platz dann hinterher aussieht. Und hier in der Mitte, wo jetzt noch unser Bett steht, da wird dann ein Brunnen stehen. Und vielleicht noch zwei, drei Bäume drum um den Brunnen. Genau, in der Mitte vielleicht den Brunnen und die Bäume außen an den Kanten, Ecken. Ja, dann wird das hier schön schattig. Nicht wahr? Ich gucke jetzt nochmal da hinten in der Kiste. Hallo. Kleiner Volko, wie schön. Ein Schmied für Porte Oro. Wahrscheinlich ein Goldschmied. Höchstwahrscheinlich. Ja, wenn es schon Forte des Goldes heißt. Naja, ich habe hier noch so normalen Krams. Hier haben wir noch ganz viel Laub. Das könnte man natürlich gut verwenden. Und ich glaube, in dieser Kiste habe ich auch keine Wolle, aber eventuell ganz hinten in der Kiste. Ah, komm, egal. Ich will jetzt sehen, wie das aussieht. Ich bin da jetzt einfach selbst zu neugierig. Und dann könnt ihr das auch noch mit in den Zeitsprung nehmen. Das heißt, ihr seht ja dann morgen, wie es aussieht. Eigentlich totaler Blödsinn, dass ich da jetzt so ein Gewese von mache. Rote Wolle. Ah, pass mal auf. Rote Wolle. So. Da machen wir jetzt mal, wie war das? So. Teppich? Teppich? Ah, nee, warte. Blödsinn. So, ne? Teppiche.
27 Teppiche. Man kann das natürlich dann nochmal rot-weiß oder so machen. Oder immer in den Farben. Ja, ich will es aber nicht übertreiben. Es soll nicht zu bunt werden. Na, es ist aber eigentlich schon ein ziemlich buntes Stadtviertel. Ja, es ist gerade blöd. Ich mache das jetzt mal hier. Ist gerade blöd, weil hier... Ne? Hier müsste das ja dran. Ich gehe mal hier aufs Dach drauf. Warte mal. Ich gehe mal hier aufs Dach drauf. Und dann können wir hier über die Dachsimse rüber simsen. Oh, guck mal, was hier fehlt. Hierher. Zum Roten Haus. Zum Roten Haus kommen wir da jetzt einfach so hin. Hinter kann man da überall rüber gehen, ne? Also für die Kinder ist das hier ein super Spielplatz. Können sie immer hin und her rennen. Von einem Sims zum anderen donnern, sozusagen. So, passt mal auf. Und dann mache ich nämlich jetzt hier die rote Wolle drauf. Da müssen wir aufpassen, dass wir dann durchfallen. Muss man ja immer aufpassen, dass man nicht durchfällt. Kann man den jetzt hier dran setzen? Nee, aber hinten an die Mauer, glaube ich, ne? War das nicht so? Irgendwo konnte man das doch dran setzen. Ich habe das doch schon mal so gemacht. So. Wartet mal. Ja, geht doch. Man muss nur auf dem Teppich draufstehen. Das war, glaube ich, der Trick an der Sache. Ah, okay. Nee. Es gibt einen Trick, den müssen wir nochmal rausarbeiten. Da kann man das dann auf die Kanten setzen. Nee. Ha, ist ja witzig, oder? Guck mal, hier sack ich einen ab, weil hier ist nur der Teppich. Hier kann ich das jetzt nicht setzen. Und hier? Es geht aber, es funktioniert irgendwie. Weil ich hab's ja da drüben auch hingekriegt. Nein! Nein! Okay, ich werde dann nochmal ein bisschen üben. Vielleicht von unten? Von unten auf die Ecke? Dieses Zombie-Gestöhne, ne? Nee, das geht auch nicht. Ah! Na, das ist doch mal cool. Hier ist ein eiserner Kerl entstanden. Der eiserne Kerl für diese Gegend, das ist doch ein schönes Ende. Mensch, du bist ein schönes Ende. Und du bist der goldene eiserne Kerl, sozusagen. Der eiserne Kerl für die Pforte des Goldes. Pass mir auf die Leute hier auf, ne? Nicht, dass du hinter irgendwo im See stehst und planschst oder ich dir aus dem Hafenbecken ziehen muss. Du bist hier verantwortlich für die Leute im Porte Oro, in diesem neuen kleinen Dorfteil von Hunsgrab. Ja, schön. Da freue ich mich. Ist ein Eisengolem entsprungen. Den Teppich lassen wir aber nicht hier. Die nehmen wir nicht mit in den Brunnen, dann werden die nass. Und ihr kommt doch mal da raus. Meine Güte. Naja, mach ich dann. Okay, jetzt keine Zeit mehr verlieren. Ich habe euch lange genug vertröstet. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, deswegen, dass es hier noch ein bisschen länger gegangen ist als geplant. Wir gehen zum magischen Brunnen. Wir gehen zum magischen Brunnen und wir haben einen Eisengolem. Golem für, na? Ja, winke, winke, ihr Neu-Ororaner. Und guck mal, das sieht doch schon cool aus von hier, oder? Das Ganze? Mal ein Foto machen. Zack, Foto. ja. Hier ist ja so ähnlich der Stadtteil. Das ist ja das Schlepperviertel hier. Na, da gibt es noch so ein paar andere Kombinationen von Häusern. Ist noch ein bisschen wilder. Ja. Da sind keine Fenster in dem Haus. Der Arme. Ja, was wird uns der Zeitsprung bringen? Ach, guck mal. Ach, guck mal, wer steht denn da? Fabiano? Fabiano, was machst du da? Wo? Ach, ihr seid hier in einer... Ah, das sind die, die ich da hinten sozusagen hingelockt habe. Die haben sich jetzt nach hier verpieselt. Das ist auch nicht schlecht. Ach, Jemine. Wie viel seid ihr denn? Habt ihr auch vermehrt? Das ist ja cool. Aber das ist natürlich nicht so cool, dass ihr alle hier im Schweinegehege seid. Das ist ein Schweinegehege. Also auch hier sind Hundsgraber untergekommen und auch sie haben ihren eigenen Eisengolem. Ist doch wunderbar. So, ich gehe da mal wieder. Ich mache einen Zeitsprung, ne, Leute. Wer bist du? Noch ein Eisengolem. Meine Güte, wie viele Eisengolems haben wir denn? Haben wir Müll dabei? Nö, kein Müll dabei. Alter, wir haben echt eine... Was? Ach, hier jetzt auch? Das gibt's doch gar nicht. Hier jetzt auch? Ihr könnt auch nach oben gehen, wenn ihr wollt.
Bei mir kann jeder machen, was er... Ah, cool. Hier sind jetzt auch 1000 Leute. Mensch, da hat das ja richtig was gebracht. Na Mensch. La 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 la. Hundskrab ist besiedelt von vorne bis hinten. Jetzt gucken wir nochmal in Althundskrab, ob da die Bürger auch noch alle da sind. Und wenn das so ist, dann haben wir unser jahrelanges Projekt. Eieiei. Nein, da nicht rein. Freund. Kupferstecher. Hier ist aber Sperrgebiet. Hier wird nicht runtergegangen, ne? Fackeln. Kohle. Lapis. Ich suche gerade voller Verzweiflung hier irgendwas, was ich da vorstellen kann. Oh, ein Huster. Den muss ich hinterher rausschneiden. Und vielleicht sogar mit einem Pressluftbohrhammer. Wir müssen da mal sperren. Wir müssen da mal sperren. Dass die da nicht irgendwie runter und dann in die Mine. Ne? Ja, weißt du, willst Minenarbeiter werden, ne? Hier ist gesperrt. Ne? Hier dürft ihr jetzt nicht durchkommen. Ne, Moselbert? Ja, du kannst dir das alles hier gerne angucken, aber ne, darunter nicht. Das ist gefährlich, das sind Monster und alles. So ein Käse. Ja, ja. So, da ist Ilsebilse, keiner will sie. Kam der Koch, nahm sie doch, weil sie so nach Käse roch. Und es wird dunkel. Dann würde ich sagen, wo ist denn Else? Wo ist denn Else? Wo ist denn Else? Wo ist denn Else? Else? Keine Else da? Vielleicht zu Hause. Ja, mal wieder zu Hause pennen. Ich wollte ja noch Pfingstrosen mitbringen. Verdammt. Kiri, Mensch. Hast du recht. Ich wollte ja eigentlich Pfingstrosen mitbringen für die liebe Else. Aber jetzt ist Pfingsten ja schon lange vorbei. Haben wir mal wieder verpasst. Machen wir nächstes Jahr zu Pfingsten. Haben wir wieder was, wo wir uns zu Pfingsten noch freuen können. Gute Nacht. Ist auch gar nicht zu Hause. So. Ah, hier. Mein treuer Hund. Ne? Apokalypse? Nein, bist du nicht. Der ist immer noch in, ups, jetzt habe ich hier im Pfosten hingesetzt, auch nicht schlecht. Der ist immer noch in, Hexenwacht. Hexenwacht heißt der Ort. So, gehen wir mal hier raus. Dann müssen wir noch den, Dorfweisen hier Bescheid sagen. Ja. Oh, hör mal, hört mal, im Knast. Im Knast ist die Hölle los. Hallo? Ja. Oh ja, sind ein paar eingesperrt. Wunderbar. Das ist immer gut. Dann können sie Hundskrab nicht tyrannisieren. Ja, ist gut. Können sie Hundskrab nicht tyrannisieren? Oh, ja, nein, ich suche Else. Ah, Else, da bist du ja. Dann guckst du den eisernen Kerl an. Strammer Mursche, wie? Else, ich bin da mal weg, ne? Ich bin da mal auf Zeitreise. Wunder dich nicht? Hm, ja, ich weiß. Ja, ja. Ich kann dir ja von der Zeitreise kann ich dir nichts Schönes mitbringen. Was willst du von der Zeit? Das ist nicht wie eine normale Reise. Aber du weißt du Bescheid, ne? Und sag den anderen, ich sag den anderen noch Bescheid, dass ihr alle Bescheid wisst. Und dann wissen alle Bescheid. Und kümmere dich mal ein bisschen um den neuen Dorfbewohner hier, den Bolle. Na? Zeig ihm mal alles und so. Nein, das nicht. Das. Ah, manchmal. Abraham, hier, Abraham ist Rotterdam. Ja. Neue Freundin. Ja, hübsch. Du musst müssen auf Hundskrab aufpassen, ne? Ich weiß ja nicht, wo Vater Abraham ist. Ne? Und seine Schlümpfe weiß ich auch nicht. Und du bist ja Ismail Rotterdam. Entschuldigung, ich habe dich Abraham genannt. Das war ein Fehler. Also kümmere dich mal ein bisschen um alles. Ja, du meinetwegen auch. Du nicht. Und du, Rabbi? Ich wusste gar nicht, dass wir Rabbis hier haben. Hm. So, die eisernen Kerle schieben Wache, wie sich das gehört. Und wir gehen zum eisernen Brunnen. Zum, magischen Brunnen. Überall sind Dorfbewohner. Ich drehe durch. Cool, cool. Und im Suppelhuhn ist ordentlich. Der Rabbi geht ins Suppelhuhn. Ja, jetzt pinkelt er da in die Hütte. Komischer Kauz. Um den müssen wir uns mal näher kümmern. So, liebe Freunde, da ist es. Das magische Suppelhuhn. Was ist das für ein Zeichen? Das magische S, Fragezeichen, Pippe, E. Endlich stehen wir hier mal wieder. Liebe Leute, ich nehme das Schwert in die Hand und sage Ihnen die magischen Worte. Magischer Brunnen, vollbringe dein Werk und schicke mich durch die Zeit.